Willkommen zu einem neuen Beitrag. Es gibt Orte, die scheinen das Böse regelrecht anzuziehen. Im Verlauf ihrer Geschichte passieren dort immer wieder die schrecklichsten Dinge. Und die meisten von ihnen, die stehen dabei in Verbindung mit mysteriösen Vorfällen, die sich dort ereignet haben. In dieser kleinen neuen Serie hier, da werde ich einige dieser Orte vorstellen. Und es bleibt die Frage, ist das alles Zufall, dass diese schrecklichen Dinge immer wieder dort geschehen? Oder gibt es dafür einen Grund? Ich möchte diese kleine Serie mit einem Ort in Irland beginnen, dem sogenannten Mount Pelier Hill. Nähert man sich dieser Anhöhe, wird man dort zunächst einmal freundlich begrüßt. Diese Anhöhe ist umringt von ein paar Wäldern und hindurch führen einige Wanderwege und alle führen hinauf auf diese Anhöhe zu einem bestimmten Ort, zu dieser größtenteils zerfallenen Ruine. Das war der Sitz des sogenannten Hellfire Clubs. So genannt, weil die Mitglieder selbst diesen Namen nie verwendeten. Sie nannten sich The Knights of St. Francis, also die Ritter des heiligen Franziskus. Und um deren Geschichte und um ein paar Orte, die sie nutzten, darum geht es heute in diesem Video. Der sogenannte Hellfire Club, das war so eine Vereinigung von Adligen und eben der besonders reichen Bürger der Stadt. Von 1746 bis 1763, da trafen sich dessen Mitglieder in diesem Gebäude. Und wenn man sich dort traf, dann gab es ein einziges Gesetz zu beachten. Das hieß, tu, was du willst. Und das haben die Mitglieder sehr wörtlich genommen und es kam zu allerhand Ausschweifungen, Orgien und merkwürdiger Riten, die dort abgehalten worden sein sollen. Gegründet wurde der Club von einem Aristokraten namens Sir Francis Dashwood. Und dieser Dashwood, der war zuvor durch Europa gereist und im Vatikan, da hat er an verschiedenen Priesterseminaren teilgenommen. Von diesen ganzen religiösen Riten, die er dort kennenlernte, inspiriert, da kam ihm die Idee, eine eigene Vereinigung zu gründen, ebenfalls mit Riten. Allerdings das genaue Gegenteil dessen, was er im Vatikan kennengelernt hatte. Gegen jede Strenge, gegen jede Abstinenz. Und so gründete er die Knights of St. Francis. Die Mitglieder nannten sich untereinander Brüder und Dashwood, der wurde als Abt bezeichnet. Weibliche Gäste wurden Nonnen genannt. Angebetet wurden antike Götter, so wie Bacchus oder Venus. Und bei den Treffen dort ging es wie gesagt hoch her. Es dauerte nicht lange, bis erste pseudo-satanische Rituale dort Einzug hielten, oder zumindest das, was die Mitglieder dieses Clubs für satanische Rituale hielten. Zunächst wurden dabei Tiere geopfert. Im Laufe der Zeit machten Gerüchte die Runde über das, was dort in diesem Haus so vor sich geht. Und es kam zu sehr unschönen Vorfällen. In der Nähe des Gebäudes, da wurde einmal eine Frauenleiche gefunden, deren Körper mit satanischen Zeichen bedeckt war, die man ihr in die Haut geritzt hatte. Es gibt den Bericht eines Geistlichen, der an dieser Frau noch postmortem einen Exorzismus durchführen wollte, eben weil sie diese ganzen satanischen Zeichen in die Haut geritzt hatte. Und dabei soll es dazu gekommen sein, dass aus ihrem Körper ein Dämon herausschoss. Ob dies wirklich so gewesen sein kann, das ist, glaube ich, dann eher so die Frage dessen, ob man an so etwas glaubt oder nicht. In den Chroniken von Dublin, da gibt es einen Eintrag und darin wird berichtet, dass ein Landarbeiter von einem Adligen angesprochen wurde und für den Abend in das Haus des Hellfire Clubs eingeladen wurde. Dies wurde so von Zeugen bestätigt. Am nächsten Tag wurde dieser Landarbeiter auf einem der Wege, die hinauf zu dieser Anhöhe führten, gefunden. Er soll sich dann in einer Art Trance befunden haben und er war nicht einmal mehr in der Lage zu erklären, was mit ihm im Haus des Hellfire Clubs geschehen war. Beziehungsweise, ob die Ursache für seinen Zustand überhaupt dort lag. Und so konnte man die Mitglieder des Hellfire Clubs dann eben auch nicht dafür verantwortlich machen. In späteren Jahren, da kaufte der Abt Dashwood ein anderes Gebäude. Es war ein Wirtshaus namens George and Walcher. Dort trafen sich dann künftig die Mitglieder.
Doch das Haus brannte nieder, aber wohl nicht einfach so, aufgrund einer umgefallenen Kerze oder ähnlichem, sondern, so wie man später herausgefunden haben will, weil dort während einer schwarzen Messe ein Mensch lebendig verbrannt worden war, der dann natürlich von den Schmerzen gepeinigt herumlief und einige andere Dinge dabei in Brand setzte. Nachdem dieses Gebäude dann niedergebrannt war, da kaufte Dashwood ein anderes Haus. Und unter diesem Haus, da ließ er für den Hellfire Club Katakomben ausgraben. Diese sind heute noch erhalten und es ist ein großer Wirrwarr aus verschiedenen Gängen und Räumen. Und überall an den Wänden dieser Katakomben, da sind hässliche Fratzen in die Wände gehauen worden oder satanische Zeichen. Und auch das Treiben dieses Hellfire Clubs, das ging dort unvermindert weiter. Irgendwann übernahm ein Mann namens Thomas Whaley den Vorsitz des Hellfire Clubs. Der galt als besonders ruchlos und unter seiner Führung eskalierten die Taten dieses Hellfire Clubs. Neben allerhand grausamen Tieropfern, die sie brachten, da soll es nun auch so gewesen sein, dass sie Menschenopfer brachten. Bekannt ist ein Opfer, die Tochter eines Farmers. Whaley gab den Befehl, diese zu entführen, umzubringen und dann wurde sie gemeinsam gegessen. Nach dem Tod von Whaley, da löste sich der Hellfire Club dann auf. Wer wirklich alles Mitglied in diesem Hellfire Club war, das lässt sich nicht mehr so genau feststellen. Es gibt einige Namen, die bekannt sind. Und es ist auch bekannt, dass dieser Club hin und wieder Gäste einlud. Zum Beispiel Benjamin Franklin, der war dort gelegentlich Gast. Ob es während seiner Anwesenheit dort zu satanischen Ritualen kam, das ist allerdings nicht bekannt. Im Verlauf der darauf folgenden Jahrhunderte bis hinein in unsere heutige Zeit werden über diesen Ort sehr merkwürdige Dinge berichtet. Mehrfach wurde gemeldet, dass Zeugen dort eine Katze in der Größe eines Hundes gesehen hätten, die allerdings ein menschliches Gesicht gehabt habe. Immer wieder wird das Gelände dieses Hauses, aber auch die Umgebung von schwefelartigem Geruch heimgesucht und bis heute konnte man noch nicht ermitteln, woher dieser stammt. Man kann diesen Ort besuchen und Menschen, die dort zu Besuch waren, die klagten immer wieder darüber, dass sie ein Gefühl der Niedergeschlagenheit erlebt hätten. Schmerzen in der Brust und eine große Übelkeit, die sie überkam, so dass sie dieses Gelände verlassen mussten. Ebenso wurde immer wieder davon berichtet, dass Menschen dort einen Geist gesehen hatten, einen zwerghaften Geist. Diese Berichte über die Erscheinung dieses Geistes, die gibt es seit Ewigkeiten dort. Und 1971, da fand man dann tatsächlich unter den Dielen dieses Hauses die Überreste eines Menschen, der offensichtlich kleinwüchsig war. Seine Knochen und sein Körperschädel, die wiesen eindeutig Spuren von schweren Verletzungen auf. So dass man davon ausgeht, dass dieser kleinwüchsige Mensch ein weiteres Opfer dieses Hellfire Clubs war. Einige Besucher, die berichteten davon, dass irgendetwas Unsichtbares ihnen die Halsketten heruntergerissen hätte. Und an allen diesen Ketten, da hingen Kruzifixe. Ebenso wurde davon berichtet, dass Menschen nachts dort auf diesem Hof des Gebäudes eine weinende, brennende Frau gesehen hätten, die sich dann irgendwann einmal in Luft auflöste. Mehrfach wurde dieser Ort dann natürlich auch von Ghost Hunter Gruppen besucht. Und es gibt da so eine etwas größere, die nennen sich Paranormal Researchers of Ireland. Und deren Vorsitzende, der hat einmal erklärt, dass es genau zwei Orte gab, in denen er Angst bekommen hatte. Angst, die er normalerweise gar nicht hat. Und einer davon, das wäre dann dieses Haus, was oben auf diesem Berg steht gewesen. Sie wären zu 8 Personen dort vor Ort gewesen und seien gerade in dieses Gebäude hineingegangen und wollten so nach und nach ihre Ausrüstung auspacken, als es auf einmal einen richtig lauten Knall gegeben hätte. Einen ohrenbetäubenden Knall und unter ihnen hätte der Boden vibriert. Dann hätte ihre Ausrüstung angefangen verrückt zu spielen. Lampen, die noch gar nicht irgendwie an die Stromversorgung angeschlossen waren, hätte man in den Koffern aufleuchten sehen. Einer der Personen dort, der sei von einem riesigen schwarzen Schatten umgestoßen worden. Und eine Frau, die dabei war, die hätte deutlich ein Flüstern vernommen, das ihr sagte, raus. Das sei das erste Mal gewesen, dass sie Dreharbeiten abgebrochen hätten, bevor sie überhaupt angefangen hätten. Und das sei auch das erste Mal gewesen, dass sie alle Angst bekommen hätten. Sie hätten an ihre Sachen gegriffen und dieses Gebäude so schnell wie möglich verlassen. Der
Sprecher einer anderen Ghost Hunter Gruppe, den Irish Ghost Hunters, der stimmte den Berichten zu. Diese Irish Ghost Hunter, die haben eine sehr große Ausrüstung. Die haben jede Menge Hightech dabei und unter anderem auch Wärmebildkameras und all solche Dinge. Und die haben gesagt, sie hätten dieses Haus einmal betreten und würden es nie wieder tun. Dieser Vorsitzende, der erzählte, wir waren schon überall im Land an Orten, an denen es zu Geistererscheinungen und Spuk kommen soll. Aber der Hellfire Club ist ein Ort, an den wir nicht zurückkehren werden, weil es dort eine sehr düstere, starke Energie gibt. Er sagte, er wisse, dass dort Menschen so besonders an Halloween-Jugendliche hingehen, um sich zu gruseln. Die allermeisten, die erleben dort nichts. Aber er würde trotzdem jeden raten, diesen Ort zu meiden. Insgesamt gilt dieser Ort als einer der Orte in Irland, an denen es die meisten paranormalen Ereignisse gibt. Aber eben leider nicht nur das. Im Laufe der Jahrhunderte bis in die heutige Zeit gibt es dort immer wieder tragische Vorkommnisse. Was man aus alten Unterlagen weiß und natürlich aus Unterlagen aus der heutigen Zeit ist, dass es dort im Laufe der Jahre 6 Morde gab und 4 Leichen, die dort aufgefunden wurden, von denen man überhaupt nicht weiß, woran sie verstorben sind. Bei den letzteren, da ist es natürlich so, dass aufgrund der Geschichte dieser Orte dann darüber spekuliert wird, ob sie diesen dunklen Mächten dort zum Opfer gefallen sind. Allerdings wurde auch keiner dieser dort stattgefundenen Morde jemals aufgeklärt. Und schon lange hält sich das Gerücht, dass es diesen Hellfire Club wieder gibt. Nicht so öffentlich wie damals, sondern eher verborgen. Wer dessen Mitglieder sein könnten, darüber kann natürlich nur spekuliert werden. Wobei die Existenz eines nachfolgenden Hellfire Club in der heutigen Zeit natürlich auch nur reine Spekulation ist. Allerdings hat es immer wieder Vereinigungen der Art gegeben, die sich den Namen Hellfire Club gegeben haben. Offiziell existiert keine dieser Vereinigungen mehr. Wir haben ja also so eine Vereinigung vornehmlich adliger Menschen, die diesen Hellfire Club gegründet haben. Zunächst war dieser Club dazu gedacht, sich einmal richtig gehen zu lassen, von allen Zwängen zu befreien, Orgien zu feiern und andere Dinge zu machen. Das Ganze soll sich dann immer mehr in einen Club verwandelt haben, der satanische Rituale durchführte, Menschen- und Tieropfer brachte. Es gibt Menschen, die glauben, dass derartige Orte diese negativen Energien speichern können. Und dass an solchen Orten das Böse regelrecht angezogen wird. Und deshalb sei es dann über die Jahre hinweg auch dazu gekommen, dass die Menschen dort ums Leben gebracht wurden oder dass 4 dort aufgefunden wurden, von denen man gar nicht weiß, woran sie gestorben sind. Die andere Seite, die sagt das mit diesem Hellfire Club, das ist so dermaßen lange her, dass man gar nicht mehr wirklich wissen kann, was die damals dort getan haben und ob das alles so stimmt, was es dort an Berichten und Gerüchten gibt, was dort alles passiert sein soll. Und man darf eines nicht vergessen, all diese Taten, die dort in der Vergangenheit dann danach passiert sein sollen, die erstrecken sich über einen Zeitraum von 2,5 Jahrhunderten. Und dass an einem Ort dann in dieser langen Zeit mehrere Menschen irgendwie ums Leben kommen, das ist vielleicht nicht so ganz ungewöhnlich. Die andere Seite, die sagt dann wieder, ja, allerdings ist es dann doch ungewöhnlich, da oben auf einem Berg neben einem Haus. Und so geht das dann hin und her und niemand weiß Genaues. Die Ghost Hunter, die dort waren, die sagen, sie werden dieses Haus nicht mehr betreten, denn dort herrscht eine finstere Energie. Es wird viel berichtet, aber letztendlich steht man ratlos da, ohne Belege, ohne Beweise. Egal von welcher Seite aus die Sache betrachtet wird, wie so oft bei den Themen, um die es hier auf dem Kanal geht.